Leute, der Jugendgamer mal wieder hier. Heute zu einem kleineren Video und heute zeige ich euch meine Top 10 oder sogar weniger meiner Lieblings-Pokémon. Fangen wir an. Zu Beginn haben wir hier Shiny Gardevoir. Für mich einer der schönsten Pokémon hier neben Mega Shiny Gardevoir und der ganzen Trassler, also der Gardevoir-Familie. Als nächstes haben wir, nein, das ist kein Pokémon. Dieses Shiny Pokémon. Ich feiere das Pokémon so echt, so richtig. Hier haben wir nochmal Mega Gardevoir. Hier haben wir ein Zoroark. Das ist auch einer meiner Lieblings hier in Xerneas. Ein Abzoll, was ich brutal feier. Und hier ein wunderschönes Nachthara. Hier Sunara, Xerneas, Eternis, Rayquaza Shiny und hier nochmal ein Zoroark, das sich um sein Zoroya kümmert. Ja, Michael, der Hedgehog. Und hier auch. Hier sehen wir nochmal nach Tara. Ey, ich feier das. Ja, das waren eigentlich schon alle Bilder. Hier sehen wir nochmal dieses wunderschöne Gardevoir. Ey, das sieht so wunderschön aus. Vor allem mit diesem Baum hier. Ich habe auch Gardevoir als Hintergrundbild. Wenn sich jetzt einige Kommentare fluten. Digga, du bist ein Junge. Du kannst doch kein weibliches Pokémon als Hintergrundbild benutzen. Das ist bei mir persönlich scheißegal. Hier sehen wir es auch nochmal. Hier auch nochmal Gardevoir als Hintergrundbild. Weil ich dieses Pokémon einfach liebe. Xerneas hat auch ein neues Video gebracht. Und dann blicken wir jetzt direkt mal auf das neueste Horrormonster. Und zwar nur auf die Sounds Sirenhead. Mal kurz dauern. Der Herr stärkt 10 Stunden. Ich glaube ja.
Once again, Und bevor sich die Kommentare wieder fluten, nein, Siren hat es nicht tweet. Disappointed Nikki Cross. Ein bisschen leid, sorry Leute. Es tut mir leid. Bis dahin, bleibt ihr logisch und cheerio!